Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Wir machen weiter und sind ja beim letzten Mal hier in dem Schwimmbad stehen geblieben mit dieser zweiten Zeitmaschine. Hey Nick, was zum Teufel sehe ich mir da an? Die Zeitmaschine. Fuck das! Das hätte ich als nächstes gesagt. Natürlich. Monarch darf nicht erfahren, dass sie hier ist. Also, keine Selfies mit der Zeitmaschine posten. Ja, ich bin doch nicht blöd. Natürlich werde ich ein paar Selfies mit der Zeitmaschine machen. Es ist schließlich eine verdammte Zeitmaschine. Aber ich werde nichts posten. Beruhigend. Los, helfen wir Jack dabei, die Kernsteuerung zu finden. Okay, bin dabei. Hä? Der hat mit dir E-Mails ausgetauscht? Hey, ich habe eine Karte mit dem gesamten Plan des Gebäudes gefunden. Hast du das, ja? Warte mal eben. Wir müssen ja erstmal die anderen Sachen untersuchen. Die Pläne für die Gegenmaßnahme gehen über 11 Jahre, von 1999 bis 2010. An sich nicht seltsam, aber der Typ hat eine funktionierende Zeitmaschine in nur 2 Jahren gebaut. 2 Jahren. Aber vielleicht. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich wette, du willst dir diesen Bildschirm anschauen. Wartet doch mal eben, mein Gott. Diese Schaltpläne hat Will geschrieben. Er hat das alles gemacht. Alles gebaut. Monarch erfuhr kurz nach der Fertigstellung davon. 1999. 1999. Sie glauben, dass sie kurz danach zerstört wurde. Ich schätze, Will wollte sie in dem Glauben lassen. Keine dieser Konsolen sieht aus, als wären sie aus dem 21. Jahrhundert. Der Typ wusste verdammt nochmal ganz genau, wie er sich das Leben schwer machen konnte. Das solltest du dir ansehen, Jack. Der Korridor, er wird mit einem Schlüssel aktiviert. Wills Schlüssel. Da steht, dass der Kern zurückgesetzt werden muss. Toll. Und wie zum Henker sieht der aus? Ein rundes Teil in der Mitte, denke ich. Ich muss den Kern erst zurücksetzen. Okay. So, warte mal, hier hinten haben wir aber auch noch ein paar Hinweise, die wir natürlich auch noch vorher abchecken. Nein, nichts Sinnvolles. Artikel: Elternpaar bei Autounfall in Riverport getötet. Anthony und Catherine Joyce. Aha. Das ist doch. Wollte gerade sagen, das sind doch deren Eltern. Ich raff gar nichts mehr, Leute, ohne Scheiß. Ey, das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin zu dumm einfach, wahrscheinlich. Wahrscheinlich jeder von euch hat das schon komplett durchgeschaut und so. Aber ich wette, am Ende wird das gar nicht so schwer sein, alles zu verstehen. Wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen. Ich, keine Ahnung. Aber darauf hinauslaufen, dass die erste Zeitmaschine gebaut worden ist und dadurch logischerweise auch ein bisschen natürlich alles andere durcheinander gebracht worden ist. Serene das übernommen hat mit seinem komischen, bösen Ich, ihr wisst es ja mittlerweile. Also ich denke, diese zweite Serene-Version, ihr habt ja hoffentlich jetzt den Anfang des Spiels gesehen, ist wahrscheinlich derjenige, der jetzt da ist und der ist irgendwie verändert worden oder so. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch eine zweite Variante von ihm hier. Und die ist auch böse. Man weiß es nicht. Wenn es überhaupt so ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Reisespiele, Zeitreisen und so, oder? Reisespiele vor allen Dingen. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Aufstieg eines Physikers. Ah, jetzt verstehe. Ne, ich verstehe gar nichts.
So, zwei Hinweise bitte noch. Erst muss der Kern zurückgesetzt werden. Ist sehr gut. Okay, wo ist die Reset-Steuerung? Ja, wahrscheinlich dort, wo Beth ist. Aber hier hinten scheint auch noch was zu sein. Das müssen wir natürlich auch noch abchecken, ganz kurz. Zeitreise für Zivilisten. Eröffnungserklärung. Mit einem Schenkelklopfer anfangen. Witz über Schrödingers Katze. Notiz, angemessenes Katzenfoto dafür finden. Notiz, kein Katzenfoto. Zeitmaschinenüberblick. Die Zeitreisen funktionieren ganz einfach ausgedrückt. Subjekt aktiviert Zeitmaschine, Schritt 1, Kern, Schritt 2, der Korridor. Subjekt stellt das gewünschte Zeitreisedatum ein. Subjekt betritt den Korridor. Als Erklärung Korridor mit Form eines Donuts vergleichen. Notiz, Witz einfügen. Sie wollen diesen Donut nicht essen, ansonsten wird Ihr Körper eine tödliche Chronosättigung erhalten, die zu einem langen, aber unausweichlichen Tod führt. Der Tod ist so oder so unausweichlich, mein Gott. Witz weglassen, verstörend. Das trifft zu. Subjekt geht durch den Korridor und durchrennt das Korridor. Wer bohrt denn da, sag mal, die ganze Zeit? Alter, diese E-Mails. Wer schreibt denn immer diese langen E-Mails, Mensch? Okay, gehen wir mal zu Beth. Vielleicht will sie uns auch nur in eine stille Ecke ziehen. Kann auch sein. Hey, sieht aus, als könnte ich den Kern von hier aus zurücksetzen. Weißt du wirklich, was du da drinnen tust? Keine Ahnung. Aber ich habe Paul geholfen, die Zeitmaschine in der Uni einzurichten. Die dann den Riss verursacht hat. Will wusste, dass die Berechnungen falsch waren. Ich hoffe, das bedeutet, dass er hier wusste, was er tat. Will wollte uns hierher bringen. Wir müssen sie ausprobieren. Zuerst müssen wir den Kern einrichten. Aber eigentlich könnte die Lösung sein, um die Gegenmaßnahme zu finden. Wir werden sehen. Reset läuft noch. Aber müsste es nicht eigentlich... Der Kern ist zurückgesetzt. Alter, okay. Wir müssen ihn über den Kontrollraum aktivieren. Ich glaube, das Kontrolldingens ist hier. Wird schon schief gehen. Nö, jetzt rede ich nicht mehr. Keine Lust mehr. Was war das? Alles okay. Alles okay. Ist okay. Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Okay, als nächstes aktivieren wir den Korridor. Woo! Hey, je, schau dir dieses Teil an! Oh Gott. Warum ist dieser Idiot eigentlich bei uns mit dabei? Was ich sagen wollte, ist doch eigentlich, sobald man die Maschine betritt und irgendwo anders rauskommt, gibt es doch automatisch zwei Versionen von derselben Person. Oder nicht? Eigentlich schon. Gott sei Dank. Wow! Habt ihr das gesehen? Theoretisch. Das war Wills Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel zu einer Zeitmaschine und er hat ihn im Kofferraum seines verdammten Autos vergessen? So kenne ich meinen Bruder. Das hat sich nicht gut angehört. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Fehler.
Hoffen wir, dass sie noch funktioniert. No risk, no fun, oder? Was willst du? Quatsch, ziemlich heftig, was? Herrgott, schau dir das Ding an! Das soll ein einzelner Typ gebaut haben? Unmöglich! Ich habe 5 Monate gebraucht, um ein wackeliges Vogelhaus zu basteln. Glaubt ihr, er hatte Hilfe? Ich wette, ein Haufen Leute wurden bar auf die Kralle bezahlt, um dieses Ding zum Laufen zu bringen. Du scheinst das alles ziemlich gut zu verkraften. Versteh mich nicht falsch, das ist alles total seltsam. Aber es ist allemal besser, als zurück in diesen Raum zu gehen, wo 2 Idioten mir eine Knarre an den Kopf halten. Ah, das stimmt wohl. Wer hat den mitgenommen, ne? Zeitreise, was? Ich wusste, dass so ein Scheiß existiert. Überall in der Stadt habe ich einen Typen gesehen, der aussieht wie ich. Und dann habe ich herausgefunden, dass dieser Typ, Ben Jones oder so, im Lotto gewonnen hat. Ich wollte schon immer im Lotto gewinnen. Kann das Zufall sein? Ja. Oder? Nick wird scheiße reich. Oh ja. Auf dem Ding hier steht Datumseingabe. Suchst du vielleicht danach? Ja, das könnte es sein. Okay, wir sind bereit, sie zu starten. Danke, Nick. Heilige Scheiße. Wir schalten sie wirklich ein. Ja, wir sind wirklich am Start. Ich will den Knopf drücken. Fass nichts an, bis wir hier den Durchblick haben. Und dann fass immer noch nichts an. Fass einfach niemals etwas an. Wenn ihr jemanden braucht, der es testen soll, bin ich dabei. Schon mein ganzes Leben weiß ich, dass ich für etwas Großes bestimmt bin. Das ist es. Das ist es endlich. Jack ist so krass genervt, wa? Man sieht es verständlicherweise. Nein, 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 nein. Was? Gott verdammt! Keine Ahnung. Wir waren so nah dran. Ich versuch's nochmal. Nein, auf keinen Fall. Du weißt, was passiert ist. Irgendwas ist mit der Maschine. Das wissen wir nicht. Du bist dafür nicht ausgebildet. Alles, was du tust, macht es nur schlimmer. Wir du können weißt, ich hab recht. Nicht aufgeben. Du hast Menschen verloren. Du bist wütend. Versteh ich. Aber das ist eine Nummer zu groß. Wir können sie nicht reparieren. Aber ich kenne vielleicht jemanden, der es kann. Sophia Emerald. Die Monarch-Forscherin. Ich sah ihr Ground Zero-Video. Serenes Leiterin der Kronenforschung. Sie ist heute Abend auf der Monarch-Gala, aber die ist abgeriegelt. Es wird unmöglich sein, an sie ranzukommen. Außer ich habe eine Einladung. Paul sagte, ich soll zu seiner Party kommen. Irgendwas sagt mir, dass das keine freundschaftliche Einladung war. Jack, nein. Wow, okay, das kam überraschend. Die Zukunft erschien mir so klar, als ich alles nochmal durchlebte. Als ich den Moment meiner Abreise erreicht hatte, war das vorbei. Seitdem orientiere ich mich nur noch an dem Plan und den Visionen. Ich wusste, dass Jack zu mir kommt. Das hatte ich gesehen. Aber ich wusste nicht genau, warum oder wie es enden würde. Da ist er. Sie hatten recht. Meine Visionen der Zukunft sind nicht immer klar, aber sie lügen nicht. Apropos Lügen. Joyce sagt, er hätte die Zeitmaschine seines Bruders gefunden. Wir haben sie 17 Jahre lang gesucht und er findet sie in weniger als einem Tag? Klingt eher unwahrscheinlich. Und doch wissen wir, dass sie da draußen ist. Aber nicht, was ihm sein Bruder sagte. Wenn er die Maschine gefunden hat, würde er es Ihnen verraten? Ich vermute, dass er sie reinlegen will. Vielleicht, aber die Maschine ist da draußen.
Und wir werden herausfinden müssen, wo. Wenn Jack es weiß, muss ich mit ihm reden. Dr. Joyce hätte uns die Antwort auf diese Frage geben können. Williams Einstellung und Wissen haben ihn zu einer Gefahr gemacht. Wird dieser wütende junge Mann denn kooperativer als sein Bruder sein? Ihr Urteilsvermögen ist dadurch getrübt, dass Sie sich an Jack als einen guten Freund erinnern. Sie müssen Ihre Gefühle aber außen vor lassen. Das tue ich. Dann vergessen Sie nicht, weshalb wir hier sind. Nach allem, was geschehen ist, brauchen unsere Leute das Gefühl, dass wir alles unter Kontrolle haben. Sie sind derjenige, der sie auf unsere Seite bringen kann. Ich kümmere mich um Joyce, damit sie sich auf ihre Rede konzentrieren können. Ich weiß, was hier auf dem Spiel steht, Martin. Dr. Sophia Emeril hatte nach Dr. Kims Unfall die Kronon-Forschungsabteilung übernommen. Sie war die Einzige, die das Kronon-Syndrom behandeln konnte. Mr. Joyce wartet unten auf uns. Ja, der kann mal ein bisschen länger warten. Oh Mann, ey, das ist ein Ausblick, würde ich behaupten. So kann man arbeiten, glaube ich, oder? Die Villa war zwar etwas verschwenderisch, aber sie war nützlich für Events wie die Party. Und sie lenkte von unserem F&E-Labor in der Nähe ab. Aha. Ja, klar, klar. Man muss immer eine gute Villa parat haben für geile Partys. Das wusste auch schon Iron Man. Bis sie eben die scheiß Hütte kaputt geschossen haben im dritten Teil. Wir sollten los. Wow, was ist denn das für ein dicker Sportwagen da unten? Was macht das Zeug hier? Es sollte doch schon alles bereit sein. Wir sind im Zeitplan. Verlieren Sie sich nicht in Kleinigkeiten. Ja, nee, dieser Martin ist immer so... so streng. Seitdem er bei Jeremy's Next Topmodel rausgeflogen ist. Ich wollte mir den Lebensstil der Kranken und Verräter einmal aus der Nähe ansehen. Und es war eine so nette Einladung. Wie wollen Sie das jetzt machen, Paul? Wähle, ob du dich auf deine persönlichen Angelegenheiten oder den Auftrag... Oh Gott, Leute, nein, Mann. Was soll ich denn? Paul, was sollen wir wegen Joyce unternehmen? Ich weiß es nicht, Martin. Was soll ich tun? Oh, Martin, weißt du was? Ich glaube, ich brauche Bedenkzeit. Hab bis zum nächsten Part, glaube ich. Oh ja, das ist das Richtige. Bis zum nächsten Part. Ja. Ja gut, das Video wäre sowieso gleich vorbei und ich weiß nicht, wie lange die Katze geht. Deswegen machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Danke fürs Zusehen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuschauen und Miträtseln. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Lasst gerne eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal und tschüss.